Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil dieser Veranstaltung, nämlich zur Podiumsdiskussion. Mein Name ist Sandra Beierl, ich bin Journalistin bei der Tageszeitung Kurier und darf Sie durch diese nächste Stunde führen. Wir haben ein tolles, hochkarätiges Expertenpodium für Sie zusammengestellt und ich bitte gleich zu mir auf die Bühne Florian Frauscher, Sektionschef für Wirtschaftsstandort Innovation und Internationalisierung im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Er vertritt heute den Bundesminister Martin Kocher, der leider, gerne zu mir, der leider verhindert ist, weil er wo ist? Im Parlament feststeckt. Nein. Er ist im Parlament nennt sich Krisenkabinett, hört sich dramatischer an, als es ist, aber naja. Wenn das Parlament ruft, dann muss man ins Parlament. Genau, wir freuen uns, dass Sie da sind. Gerne, Applaus. Ich bitte zu mir auf die Bühne noch einen Florian, nämlich Florian Stegmann, den Staatsminister und Chef der Staatskanzlei von Baden-Württemberg. Außerdem Solveig Mehnert-Galli, die COO der Wienerberger AG. Herzlich willkommen. Und last but not least, Hausherr hier in diesem, nein, nicht im MAK, aber in der Deutschen Handelskammer, den Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich und den Aufsichtsratsvorsitzenden der Volkswagen AG, Hans-Dieter Pötsch. Ich habe geortet, dass eine besonders nette Stimmung im Publikum herrscht. Das habe ich auch draußen am Gang schon gemerkt. Und das ist gut, weil wir reden ja heute über die Folgen der Krisen. Das hat leider eine Mehrzahl. Und über eine etwaige Neusondierung der Globalisierung. Es ist eigentlich unfassbar, was wir in den Jahren seit 2020 erlebt haben. Eine nie dagewesene Pandemie, nie dagewesene Auswirkungen derselben, Lieferengpässe, durchbrochene Handelsströme, jetzt auch noch ein schrecklicher Krieg und eine massive Energiekrise, die wieder alles durcheinander würfelt. Was macht das alles mit der Weltwirtschaft? Müssen wir die Globalisierung überdenken? Sollen wir uns wieder mehr auf lokale, also europäische Produktion konzentrieren? Und geht denn das überhaupt? Das soll das Thema unserer Runde sein. Und bevor wir... Nein, wir fangen gleich an. Ich möchte gerne eine Frage gleich an die Runde stellen und vielleicht können wir einmal reihum Sie mal alle zu Wort kommen lassen. Was haben denn die Krisen der vergangenen Jahre aus Ihrer Sicht vor Augen geführt? Was war uns bewusst und was war uns nicht so bewusst? Herr Frauscher, fangen wir gleich mit Ihnen an. Ja, vielleicht darf ich mit einer persönlichen Anekdote beginnen. Ich bin in dieser Funktion als Sektionschef im Wirtschaftsministerium vor ungefähr 3,5 Jahren gekommen, im März 2019. Und ein paar Wochen, ich glaube, das kennen sogar die Kollegen aus Deutschland, hatten wir Ibiza in Österreich. Heißt, die Regierung ist in die Luft geflogen. Wir hatten eine Expertenregierung, Neuwahlen. Ein paar Monate später ist dann Corona gekommen, Anfang 2020. Und so ist es dann weitergegangen, Schlag auf Schlag, mit einem Krieg in Europa, was kein Mensch mehr erwartet hat, und jetzt eine Inflation und Energiepreise, mit denen auch keiner mehr gerechnet hätte bis vor kurzem. Heißt, der viel zitierte Black Swan kommt mittlerweile viel öfter vor, als wir uns es wünschen. Krise ist die neue Normalität. Ich glaube, auf viele dieser Dinge hätte man sich vielleicht da und dort besser vorbereiten können oder müssen. Andererseits muss uns auch klar sein, wir können uns nicht auf jede Krise, jede Eventualität, die da kommen könnte, bis ins Letzte vorbereiten. Das Positive, was man, glaube ich, auch ein bisschen mitnehmen kann, ist, unser System ist mittlerweile sehr resilient.
Also wir hatten in Österreich im Jahr 2020, wie auch viele andere Länder, die tiefste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Unternehmen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger sind im Großen und Ganzen durch diese tiefste Wirtschaftskrise, die wir hatten, recht gut durchgekommen. Auch weil natürlich sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, das irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden muss. Das ist das eine. Das zweite, glaube ich, diese Krisen haben auch einen Wandel beschleunigt. Einen Wandel zum Beispiel bei der Digitalisierung, jetzt auch bei Energieunabhängigkeit. Das heißt, es ist ein bisschen abgedroschen, aber eine Krise ist auch eine Chance für einen Wandel. Hat es uns was gezeigt, was wir vorher nicht gewusst hatten? Das wüsste ich gerne noch von Ihnen, weil es war nämlich der zweite Teil meiner Frage. Was hat es uns vor Augen geführt? Ich glaube, es hat jede dieser vielen Krisen für sich uns ganz viel vor Augen geführt, sei es, wie abhängig wir von manchen Ländern global sind, wie zerbrechlich Lieferketten sind, wie abhängig wir zum Beispiel bei der Energie von einzelnen Ländern sind. Also es ist natürlich ein Eye-Opener auch, das Ganze. Jetzt sind wir dort, wo wir hinwollen. Herr Stegmann. Ja, vielen Dank. Zunächst freue ich mich, bei Ihnen hier in Wien sein zu dürfen. Ich meine, die Krisen sind wahrscheinlich vergleichbar, mit Ausnahme einer Ibiza-Affäre und einer Regierungskrise. Die haben wir zum Glück bei uns in Baden-Württemberg nicht. Die wünschen wir Ihnen auch nicht. Ja, nein, die brauchen wir nicht. Aber natürlich, also aus meiner Sicht haben diese ganzen Krisen gezeigt, wie vulnerabel unsere Gesellschaft ist. In jeder Hinsicht. Corona-Pandemie, Klimakatastrophe, nicht zu vergessen, Ahrtal, im Juli diesen Jahres 134 Tote.